Viele Grüße aus Trier. Ich bin heute in Trier und habe mir die schwierige Aufgabe gestellt, Eis zu probieren. Bei traumhaft strahlendem Wetter. Ich bin hier vor dem Trierer Dom. Ich hoffe, man kann es da hinten erkennen. Ich versuche, neue Eisrezepte zu finden, denn ich habe jetzt mittlerweile schon so viele auf meinem Kanal, dass es langsam schwierig wird, was Neues zu finden. Und dafür bin ich heute in Trier. Ich werde mir ein paar Eisdielen anschauen, ein paar leckere Sorten raussuchen und mal gucken, wie die da schmecken. Ihr werdet sehen. Ich habe meine ersten zwei Eissorten gefunden, und zwar Jogurette und Lotusblüte. Also das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Jogurette hat sich letztens ein Zuschauer gewünscht. Also von daher probiere ich mal, wie es am Ende schmecken muss. Jogurette. Also der Joghurt ist deutlich im Vordergrund. Sind noch ein paar Schokoladenstückchen mit drin. Also ich muss sagen, es kommt geschmacklich schon sehr, sehr, sehr nahe ran. Doch, das ist lecker. Und jetzt die Lotusblüte. Ich muss sagen, ich habe Lotusblüte pur noch nie geprobiert. Also auf jeden Fall ist es ein Karamellgeschmack. Ist auf Karamelleisbasis. Und die Lotusblüte, die hat so was Blumiges. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Aber es ist auf jeden Fall schon mal lecker. Da sind auch noch ein paar Stückchen drin. Ich vermute mal Karamellstückchen. Also die ersten beiden Sorten finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, welches von den beiden Sorten ich mal ausprobieren soll. Wobei, Lotusblüte ist schwierig. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich den Geschmack herkriegen soll. Also wenn da jemand eine Idee hat, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall lecker. So, ich werde jetzt mein Eis essen und dann geht es weiter zur nächsten Eisdiele, wenn ich noch eine finde. In der nächsten Eisdiele habe ich wieder zwei ungewöhnliche Sorten entdeckt, und zwar grüner Apfel-Litschi. Klingt schon ungewöhnlich, aber das zweite ist noch viel ungewöhnlicher, und zwar Sonnenblumenkerne. Also beides übrigens vegan. Die Sonnenblumenkerne, die probiere ich schon mal. Die sind nicht geröstet, die Sonnenblumenkerne, das heißt, man hat dieses, also so einen richtig cremigen Sonnenblumengeschmack. Ist irgendwie spannend. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt wirklich so lecker finde. Also, das soll jetzt nicht heißen, es schmeckt nicht. Es schmeckt schon, aber ich glaube, mein Geschmack, mein persönlichen Geschmack trifft es nicht ganz. Aber es ist auf jeden Fall interessant. So, und jetzt kommen wir noch zu grüner Apfel Litschi. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Litschi hinter dem grünen Apfel noch überhaupt irgendwie zur Geltung kommt. Aber man schmeckt beides sehr, sehr angenehm, sehr, sehr lecker. Doch. Wie schon gesagt, der grüne Apfel Litschi ist auch vegan. Und es geht auch so in die Sorbet-Richtung. Ist auch gar nicht so süß. Also ist echt angenehm zu essen. Doch. Ich sehe schon, ich werde heute zum Eis-Chunky. Also, habt ihr schon mal so viel Eis gegessen? Ruhe. Habt ihr schon mal so viel Eis gegessen, dass ihr keine Lust mehr auf Eis hattet? Ich auch nicht. So, ich werde jetzt mein Eis genießen. Mal gucken, was ich noch so entdecken kann. Und bevor wir mit meiner letzten ungewöhnlichen Eissorte starten, noch ein kleiner Nachtrag. Dieses Sonnenblumeneis, das wird irgendwie mit jedem Bissen leckerer. Also es ist echt spannend. Am Ende war das wirklich lecker. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das hat sich auf jeden Fall lecker gegessen. So, als letztes habe ich jetzt hier Drachenfrucht. Hört sich auch spannend an. Ich werde es testen. Wow. Farbe
ich hoffe, man kann es erkennen, dieses lilafarbene, sieht echt gut aus. Also auch die Eistorte ist echt lecker. Und damit bin ich mit meinen 5 Eissorten jetzt auch schon am Ende des Videos. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, welches dieser Eissorten euch am besten gefallen hat. Ich muss sagen, ich finde die alle 5 richtig lecker. Und beim nächsten Mal, wenn ich sowas mache, hole ich mir auf jeden Fall Verstärkung mit, dass ich das ganze Eis nicht alleine essen muss. Und dann finde ich vielleicht noch ein paar weitere Sorten, die sich auch noch zu probieren gilt. So, in diesem Sinne, ich bin am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Eismachen.